Herzlich willkommen bei uns hier in der evangelischen St. Matthäus-Gemeinde in Bremen-Huchting. Mein Name ist Andreas Schröder, ich bin leitender Pastor hier in der Gemeinde und ich freue mich, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Heute um 15 Uhr und auch um 17 Uhr. Wir kommen hier nicht so zusammen, wie das sonst üblich ist zu Weihnachten, das ist schade. Aber ich freue mich, dass wir online die Möglichkeit haben, Gemeinschaft zu haben und Gottesdienst zu feiern. Du bist ein Teil davon. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Und ich lade dich ein, mach mit und sei gesegnet. Thank you.
Herzlich willkommen bei uns hier in der evangelischen St. Matthäus-Gemeinde in Bremen-Huchting. Mein Name ist Andreas Schröder, ich bin leitender Pastor hier in der Gemeinde und ich freue mich, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Heute um 15 Uhr und auch um 17 Uhr. Wir kommen hier nicht so zusammen, wie das sonst üblich ist zu Weihnachten, das ist schade. Aber ich freue mich, dass wir online die Möglichkeit haben, Gemeinschaft zu haben und Gottesdienst zu feiern. Du bist ein Teil davon. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Und ich lade dich ein, mach mit und sei gesegnet. Thank you.
Herzlich willkommen zu diesem Weihnachtsgottesdienst. Weihnachten kommt zu dir. Kommt zu dir in dein Wohnzimmer. Ob du jetzt alleine schaust oder ob ihr zu zweit, zu dritt, zu viert oder zu fünft seid. Weihnachten kommt zu dir. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn du zum allerersten Mal hier hineinschaust in einen Gottesdienst der Matthäusgemeinde in Bremen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und so wie es sich an Weihnachten gehört, wollen wir Weihnachtslieder singen. Hier in der Kirche dürfen nur zwei Personen singen, aber du zu Hause, du kannst, wenn ihr mehrere Personen seid, du kannst ohne Maske, du kannst aufstehen und ihr könnt gemeinsam freudig, vielleicht unter dem Weihnachtsbaum, Weihnachtslieder singen. Und ich lade dich ein, dass du die Lieder nicht nur singst, und du wirst es auch an uns merken, wir singen sie nicht einfach nur, um Lieder zu singen, sondern dass du dein Herz aufmachst, denn Jesus kommt. Deshalb feiern wir Weihnachten und deshalb möchten wir ihm singen, und wir laden dich ganz herzlich dazu ein.
Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Heimatstadt seiner Vorfahren. Auch Josef machte sich auf den Weg. Aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, ging er nach Judäa, in die Stadt Davids, nach Bethlehem. Denn er stammte aus der Familie von König David. Dorthin ging er, um sich einschreiben zu lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn in der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden. In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld. Die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Habt keine Angst, ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt Davids, Christus der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln. All die vielen, die im Himmel Gott dienen, die priesen Gott und riefen: Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen ist, was Gott uns bekannt gemacht hat. Sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind in der Futterkrippe. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel von diesem Kind gesagt hatte. Und alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so gewesen, wie der Engel es ihnen verkündet hatte. Wer ist Jesus? Was auch immer ich über ihn sage oder schreibe, ich meine, es reicht nicht aus, um zu beschreiben, wer er wirklich ist, weil er die Antwort ist. Nach tausenden von Jahren voll Verheißungen und Prophezeiungen kam Gott als Kind auf unsere Welt, begleitet von Engelsgesang und hellen Farben, um Antwort zu sein auf unseren Schmerz und all unsere Fragen. Denn er ist der Allwissende. Er ist der Anfang und das Ende, viel mehr als eine Legende. Schon im Alter von 12 Jahren im Tempel sitzend, wo die Priester waren, brachte er sie zum Staunen und Raunen, weil er über Dinge sprach, die niemand verstand. Jahre später, als eine Frau mit Tränen der Erniedrigung zu ihm kam, da sah er sie an und begann, ihre Tränen zu trocknen und sagte: Du hast Leben, denn dir ist vergeben. Er ist der Willkommenheißer. Er heißt willkommen, jeden, nicht nur die Frommen. Nein, alle dürfen kommen, egal welcher Herkunft, welcher Nation. Zu den Sündern sagte er: Meine Freunde, kommt zu Tisch, und brach das Brot mit denen, die ihn verrieten und verneinten und von denen alle meinten, es nicht wert zu sein. Denn er ist der verworfene Stein, der zum Eckstein wurde. Er ist der Gnädige. Tische hat er umgestoßen und den Tempel auf den Kopf gestellt, unser Leben aus den Angeln gehoben, unsere Herzen erhellt, sodass alles Böse abfällt. Denn er ist der Erneuerer. Er lässt die Sünde sich nicht verstecken. Er jagt die Dunkelheit, denn er ist das Licht. Das Böse herrscht nicht. Er macht aus Betrügern ehrliche Menschen. Ein Minister aus den Gesetzesbrecher. Lügen haben keinen Fürsprecher. Er predigt ein neues Königreich. Ein Königreich, das alles bisher Dagewesene auf den Kopf stellt, in dem das Vorurteil fällt. Ein Königreich, in dem er jeden sieht, Feinde geliebt und die Unterdrückten nicht länger unterdrückt werden. Denn er ist der dienende Herrscher.
er stärkt die Frauen, die die Gesellschaft nicht sieht, begegnet Kindern und sagt, ich hab euch lieb. Eine Beerdigung unterbricht er und spricht zu dem leblosen Körper, steh auf! Und der Junge öffnet seine Augen und sieht, denn er ist der, der dem Blinden Licht gibt, weil er der Heiler ist. Er ist der Erneuerer für Geist und Verstand. Er ist der Arzt für die Blinden, der Heiler, der das Fieber senkt, der Helfer für die Aussätzigen, derjenige, der den Gelähmten Linderung schenkt. Aber außer diesen äußeren Verletzungen sei er auch die inneren, unser Verlangen nach Ewigkeit. Er ist gekommen, um das erfüllende Opfer zu sein. Er kam, um uns sein Leben zu geben, dir und mir. Um uns Helligkeit statt Traurigkeit zu schenken. Er hat das Dunkle verbannt, aber wir haben ihn nicht erkannt. All seine guten Taten haben wir nicht gesehen, stattdessen verraten, zugelassen, ihn zu schlagen, um ihn schließlich zu töten. Aber der Tod hatte nicht das letzte Wort. Nein, er stieß ihn fort. Er war an dem Ort, wo der Tod ihn gefangen hielt. Du fragst dich, wie es weitergeht? Der Tod war nicht demjenigen gewachsen, der das Urheberrecht über das Leben in sich trägt. Die Hölle hat sich geöffnet und derjenige, der mir das Leben geschenkt hat, hat den Tod erobert und besiegt. Er, der mich liebt, er, der die Ketten des Todes gesprengt hat, ist der, den ich jeden Tag anbete und ehre. Er ist der, der mein Herz erfüllt. Und sein Name ist Jesus. Preist den Vater, preist den Sohn, preist den Geist, preist auf den Thron. Gott der Ehre, Majestät, preist den König aller Könige. Danke für diese wunderschönen Lieder. Danke, Merle Friedrich, für dieses starke Poetisch Slam, für die Einlage, für das, was du beigetragen hast. Und die Frage, die du gestellt hast, wer ist dieser Jesus eigentlich, dessen Geburtstag wir heute feiern? Das ist Jesus, Gottes Antwort auf unsere Fragen. So lautet das Thema der heutigen Weihnachtspredigt, zu der ich dich herzlich willkommen heiße. Mein Name ist Andreas Schröder, ich bin Pastor in der Gemeinde und ich freue mich, dass wir Weihnachten feiern. Aber dieses Weihnachtsfest ist irgendwie anders. Und ganz ehrlich, es ist auch ein Stück betrüblich. Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Weihnachtsfest erlebt wie dieses. Noch keinen heiligen Abend erlebt wie diesen. Für viele von uns fühlt es sich gerade nicht besonders gut an. Es gibt so viele Fragen, die uns bewegen.
Es gibt so viele Gedanken, manche Ängste, manche Sorgen, die uns umtreiben in dieser besonderen Situation, in der wir stehen. Es ist auch das erste Mal, dass wir einen Heiligabend-Gottesdienst aus unserer Gemeinde online übertragen. Das gab es noch nie. Deswegen, weil wir hier nicht so zusammenkommen können, wie das sonst üblich ist am Weihnachtsfest. Über 1000 Menschen wären allein an diesem heutigen Tag hier bei uns in der Gemeinde zusammengekommen, um Weihnachten zu feiern, um miteinander zu beten und zu singen, um die Weihnachtsbotschaft zu hören, ja, um einander diesen Weihnachtsfrieden zuzusprechen, einander diesen Frieden zu wünschen. Aber das geht alles nicht. Das ist alles nicht möglich und das macht mich traurig. Und ich kann mir vorstellen, dass mancher von euch das auch traurig empfindet. Vieles ist anders. Vieles ist schwerer geworden. Manche Probleme, manche Nöte tun sich auf. Ja, und mancher von uns stößt auch an Grenzen des Erträglichen. Ich denke zum Beispiel an die Älteren unter uns, die darunter leiden, dass sie ihre sozialen Kontakte nicht so pflegen können, dass sie ein Stück vereinsamen, obwohl sie doch gerne mit anderen Leben teilen wollen. Ich denke an die vielen Alten in den Alten- und Pflegeheimen, die zu diesem Weihnachtsfest alleine bleiben müssen in ihren Zimmern und keine Familie, keine Verwandtschaft, keine Freunde sie besuchen dürfen. Ich denke an die angespannte Atmosphäre, die es gibt in manchen Familien, weil man sich irgendwie auf die Nerven geht und es gibt keine Ausweichmöglichkeiten wie gewohnt. Ich denke gerade in diesen Feiertagen auch an diejenigen, die zum Beispiel als Ärzte und Mediziner, aber auch als Pflegekräfte auf den Intensivstationen arbeiten, in den Krankenzimmern oder auch in den Pflegeheimen und für die Weihnachten dieses Jahr etwas ganz anderes ist als sonst und die Weihnachtsatmosphäre nicht wirklich so aufkommt. Und dann gibt es auch diejenigen unter uns, die geliebte Menschen verloren haben, die an oder mit Corona verstorben sind. Allein diese Formulierung, an oder mit Corona verstorben. Und sie trauern, sie müssen loslassen. Und sie sind vielleicht besonders traurig deshalb, weil sie ihre Familienangehörigen auf diesem letzten Weg nicht begleiten konnten und sie alleine verstorben sind. Und natürlich denke ich auch an diejenigen und habe die im Blick, die selbst an Corona erkrankt sind und sich vielleicht nun fragen, wie sieht es aus? Wie geht es weiter? Bleibt vielleicht irgendetwas zurück? Was wird werden? Ja, dieses Weihnachten 2020 ist ein anderes. Wir feiern Weihnachten beschränkt und wir können nicht so zusammenkommen mit unseren Familien, wie wir es gerne wollen. Das ist doch alles Keks mit Käse, oder? Zum Glück gibt es nun Impfstoffe gegen Covid-19. Zum Glück gibt es einen Impfplan, den die Bundesregierung aufgelegt hat. Das sind ohne Frage gute Signale für die nächste Zeit. Und doch kann niemand mit Gewissheit sagen, was kommen wird und wie es werden wird. Fragen über Fragen. Und ich glaube, wenn wir sie zusammentragen würden, die Reihe würde noch länger werden. Ist das nicht so? Doch was wäre es für ein Weihnachtsfest, wenn wir uns in unserer Traurigkeit wälzen würden und damit alles nur noch verstärken würden und es würde schlimmer werden. Brauchen wir nicht gerade in solchen Zeiten, brauchen wir nicht gerade in diesen Tagen Ermutigung und echten Zuspruch? Und zwar einen solchen, der uns auch zu Herzen geht, der uns erreicht, der uns trifft, mitten ins Herz. Heute ist der Heilige Abend. Und der Engel Gottes brachte den Hirten auf dem Feld damals in der heiligen Nacht diese Botschaft, die wir aus Lukas 2 kennen und schon oft die Jahre gehört haben, wenn wir Weihnachten gefeiert haben. Er sagte, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Keine Furcht, sondern Freude. Und zwar deshalb, weil der Heiland geboren ist. Der Heiland der Menschen ist gekommen. Der Erwartete, der
Messias, Jesus ist da. Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus für mich? Wer ist dieser Jesus für dich? Darf ich dich das fragen? Heute an diesem Fest wollen wir trotz allem ganz bewusst einmal aufschauen hin zu dem, der in Jesus Christus zu uns in diese Welt, zu uns Menschen gekommen ist. Wir wollen gerade nicht auf diesen Winzling von Virus schauen, sondern wir wollen auf diesen großen Gott schauen, der in Jesus ganz klein geworden ist, um uns nahe zu kommen. Die virale Kraft von Covid-19, das, was dieser kleine Virus unter uns anrichtet, das ist zerstörerisch. Aber die Kraft Gottes, die in Jesus zu uns Menschen gekommen ist, sie öffnet uns den Himmel. Und sie führt uns in die Gemeinschaft mit Gott. In Jesus wird Gott einer von uns, damit wir mit ihm zusammenkommen können. Und so transportiert Weihnachten eine Botschaft der Hoffnung. Und glaubt mir, diese Botschaft der Hoffnung ist stärker als alle anderen Kräfte dieser Welt. Und auf diese Botschaft wollen wir heute Abend hören. Und ich lade dich ein, öffne dein Herz für diese Botschaft. Lass dich darauf ein. Bist du bereit? Nun, mit der Predigt zum heutigen Heiligen Abend beenden wir hier in Matthäus eine Predigtreihe, die wir die vergangenen Wochen schon miteinander bedacht haben. Erfüllt. Gott schließt einen Bund mit uns Menschen. Erfüllt. Gott erfüllt in Jesus, dessen Geburtstag ja heute ist, seine Verheißungen und seine Zusagen. Und diese gelten nicht nur seinem Volk Israel, sondern sie gelten auch uns, dir und mir. Es ist ein Bund, den Gott mit uns schließt. Und ich möchte über diese Predigt am heutigen Heiligen Abend ein Wort aus dem Alten Testament stellen, und zwar von dem Propheten Jeremia, Kapitel 31, die Verse 33 und 34. Ein Prophet, der hunderte Jahre vor Jesu kommen diese Worte sagte. Das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen alle mich erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünden nimmermehr gedenken. Ich bete. Herr, lieber Herr, heute ist Heiliger Abend und du gibst uns diese Weihnachtsbotschaft. Lass uns dein Reden hören und lass uns offen sein für das, was du uns heute in dieser heiligen Nacht sagen möchtest und dass es uns und unser Leben beeinflusst, verändert, zum Guten wendet. Gib, dass diese Weihnachtsbotschaft etwas Neues in uns wirkt. Danke für deine Verheißungen und Zusagen, die du uns gegeben hast. Amen. Ja, wir haben es gehört. Gott schließt einen Bund und alle sollen ihn erkennen. Wirklich alle, groß und klein, Israeliten und Nichtjuden, solche und solche, Sohne und Sohne, so verschieden wie wir sind. Allen ist dieses Heil verheißen, die Vergebung ihrer Sünden und dass sie mit hinzugetan werden zu Gottes Volk. Wow, das ist eine Menge Versprechen, finde ich, was Jeremia uns hier gibt. Wenn wir uns so vor Augen halten, wie oft Gott versucht hat, einen Bund mit uns zu schließen und uns daran zu erinnern, wie wichtig wir ihm sind. Da gibt es so Namen wie Adam, Noah, Abraham, Mose, David. Alles sogenannte Erzväter, bekannte Persönlichkeiten aus der Geschichte Israels. Und sie werden symbolisiert auch durch die goldenen Ringe, die wir hier in der Gemeinde haben, die wir nun auch gleich sehen werden, die eingeblendet sein werden. Da ist zum einen Adam, dieser erste Mensch, der ganz nah mit Gott zusammen war und ganz enge Gemeinschaft erlebte. Und dann kam dieser Super-GAU, dieser Sündenfall. Und Adam und seine Frau Eva wurden aus dem Garten Eden herausgeworfen und bekommen aber zugleich einen
Bund mit, eine Verheißung. Es wird einer kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Der wird Macht haben über die Sünde. Der bringt die Erlösung. Schon da ein Hinweis auf diesen Jesus, über den wir heute reden. Dann Noah. Noah, der mit seiner Familie vor der Sintflut gerettet wird in dieser Arche zusammen mit den Tieren. Und sie kommen mit dem Leben davon, weil Gott gnädig ist und sagt, die Welt ist verdorben, die Menschen sind sündig, aber ich möchte nicht, dass sie alle untergehen. Ich möchte nicht, dass sie alle verloren sind. Und er schafft Rettung und setzt den Regenbogen in den Himmel als Zeichen seines Bundes. Sowas wird es nie wieder geben. Darauf kannst du dich verlassen, sagt er. Und dann ist da Abraham, der Vater vieler, dieser Stern, wo Gott sagt, guck in den Himmel und schau, wie viele Sterne du siehst, so viele Nachkommen wirst du haben. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dieses Volk Gottes, das Volk derer, die an mich glauben, die mit mir verbunden sind durch ihre Vertrauensbeziehung. Und Abraham bekommt eine große Verheißung, einen Bund, den Gott mit ihm schließt. Und dann ist da Mose. Mose, der seinem Volk das Gesetz Gottes, den Willen Gottes kundtut. Und wir merken an dieser Geschichte von den 10 Geboten, dass Gesetz Gottes, der Wille Gottes ist gut, aber der Mensch ist manchmal nicht gut genug für diesen Willen Gottes. Sie versündigen sich, sie machen sich ein goldenes Kalb, sie tanzen um dieses Kalb herum und Gott schaut von seinem Berge und er ist traurig darüber, dass die Menschen ihn verlassen haben. Und dann ist da ein David, der trotzdem, dass er Sünder war und auch viel Mist in seinem Leben hatte, ein Mann, wie die Bibel sagt, nach dem Herzen Gottes, weil er immer wieder umkehrte. Weil er Gott wichtig nahm, weil er sich ausrichtete auf das, was Gott wollte. Und dieser David, ein Hinweis auf den König, der da kommen sollte, auf den Messias, auf den Heiland. Sie alle haben Gottes Versprechen und Zusage bekommen, dass Gott sie nicht im Stich lässt, dass Gott sie segnen möchte, dass er mit ihnen etwas vorhat und auch mit ihren Nachkommen über Generationen hinweg, bis in unsere Gegenwart und bis in die Zukunft hinein. Und sie alle hatten ihre Fragen, so wie auch wir unsere Fragen haben, so wie auch du deine Fragen, deine Anliegen heute an diesem heiligen Abend hast. Sie warteten auf die Erfüllung der Zusagen Gottes. Was erwartest du von Gott? Was erwartest du von Gott? Wie gut ist es doch, wenn wir noch Erwartungen an Gott haben. Denn weißt du, wenn wir von Gott noch etwas erwarten, dann bleiben wir ihm zugewandt. Dann sind wir noch offen für ihn. Dann sind wir bereit zu hören auf das, was er uns sagen möchte. Hast du noch solche Erwartungen an ihn? Oder hast du ihn schon abgeschrieben? Ist Weihnachten vielleicht für dich nur ein Fest der Tradition, ein Fest der Liebe? Und selbst das versaut dir Corona. Was ist Weihnachten, wenn nicht diese Hoffnungsbotschaft? Da ist einer, der einen Bund mit dir schließt, der etwas vorhat mit dir. Ich möchte dir heute Abend sagen, Gott hat dich nicht aufgegeben. Selbst wenn wir ihn aufgeben, steht er noch zu uns. So wichtig sind wir ihm. Sein Bund darf auch dir gelten, wenn du es möchtest. Ich kann mir gut vorstellen, dass so mancher von uns seine Fragen an Gott hat. Ich kann mir denken, dass Gott so manches Gebet von uns in den vergangenen Tagen und Wochen gehört hat, auf dessen Erfüllung wir noch warten. Wir beten und wir hoffen, dass Gott Gebet erhört. Ist es nicht so? Wir beten für Menschen, wir beten für Situationen, wir beten für Stadt und Land und Welt und für Klima und für Chaos, für Politik und für alles das, was passiert. Wir beten um Gesundheit, um Bewahrung, um Segen. Wenn Gott einen Bund mit uns Menschen schließt, wie er das sagt, wie wir das jetzt hören, dann sind wir so etwas wie Bundespartner für ihn. Und Bundespartner heißt, er behandelt uns wie einen Partner. Er steht zu seinem Wort, das er uns sagt. Er steht zu dem, was er uns verheißt. Er nimmt uns aber auch ernst mit unseren Entscheidungen und wie wir mit ihm umgehen. Wie stehen wir zu ihm? Das ist Weihnachten eine gute Frage. Er steht zu uns, er kommt zu uns in Jesus. Wie stehen wir zu ihm? Er macht uns ein Geschenk, was geben wir ihm? Und nun heißt es eben in der Bibel, dass Gott in diesem Jesus alle seine Verheißungen
alle seine Zusagen hineinpackt. Man kann sagen, Jesus ist quasi wie das dickste Geschenk, das Gott uns machen kann. Und er legt dieses Geschenk in die Krippe hinein, in Bethlehem, in diesem Ereignis der Geburt Jesu, die wir heute feiern, Weihnachten. Und was machen wir damit? Gehen wir da einfach so vorbei oder schauen wir da hinein? Dazu ermutige ich dich, geh nicht vorbei, sondern schau dir dieses Geschenk an, mach es auf, mach es dir zu eigen, nimm es dir an. Weihnachten offenbart den Jesusbund, den Gott mit uns schließen möchte. Er erfüllt in Jesus alle seine Verheißungen. Auch all die Verheißungen, die er zuvor den Vorderen gegeben hat, gehen in Jesus in Erfüllung. Mit ihm hineingepackt in diesen Mensch gewordenen Gott Jesus kommen alle seine Verheißungen zu uns Menschen hinein in diese Welt, in diese Corona-verrückte Zeit, auch zu dir und auch zu mir. Und so schauen wir heute auf Jesus. Aber die Frage ist eben, was bedeutet das konkret? Was bedeutet das persönlich für uns? Nun, als ich so darüber nachdachte, erinnerte ich mich an meine Kinderjahre. Wir wohnten in einem kleinen Wohnblock und mitunter hatte ich dann die Aufgabe, die Eltern sagten, geh doch mal in den Keller und hole etwas hoch, vielleicht irgendwas Eingemachtes, das war so die Zeit damals, wo man dann irgendwie Kompott hieß, das dann so Obst eingemacht hatte oder irgendwelche Bohnen oder irgendwas anderes und das musste dann aus dem Keller, wo es gelagert war, in die Wohnung gebracht werden. Und dann ist da eben der kleine Andreas, der dann in den Keller geschickt wurde und eben solch ein Glas zum Beispiel nach oben holen sollte. Aber das war der Weg ins Dunkel hinein. Und ich erinnere mich, wenn ich Angst im Dunkeln hatte, dann gab es zwei Verhaltensweisen, die ich an den Tag legte. Zwei Verhaltensweisen, an denen ich mich orientierte, unbewusst. Die eine Verhaltensweise war die, wenn ich dann in diesen dunklen Keller hineinkam, dann fing ich manchmal an, eine Melodie zu singen oder zu summen oder auch manchmal zu pfeifen. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, das Gefühl, damit wird die Angst kleiner im Dunkeln. Durch diese Melodie, durch das, was ich sang oder eben summte oder eben durch das Pfeifen. Oder die andere Verhaltensweise war die, ich suchte ganz schnell das Kellerlicht, den Schalter für das Kellerlicht und versuchte, das Licht anzuschalten, weil klar, das Licht vertrieb die Angst in dem Moment und machte die Angst dann kleiner, beziehungsweise die wich dann auch. Und ich fand natürlich auch besser den Weg. Also wehe, wenn dann die Birne kaputt war oder ich nicht sofort den Lichtschalter fand im Dunkeln. Beides machte irgendwie Mut. Ein fröhliches Lied, eine schöne Melodie oder eben das helle Licht. Ich meine, welche Möglichkeiten hat schon so ein kleiner Steppke, wenn er im Dunkeln Angst hat? Vielleicht kennst du ähnliche Verhaltensweisen aus deiner Kindheit. Solch ein Verhalten lässt sich verhaltenspsychologisch auch gut erklären. Ihr könnt das selber nachlesen im Internet zum Beispiel. Man spricht von Signalen gegen die Angst. Da heißt es zum Beispiel bei Wikipedia, statt sich der Bedrohung zu stellen oder die Gefahr zu umgehen, versucht die Person durch das Pfeifen einer Melodie, sich selbst Mut zu machen. Zum Beispiel ein furchtsames Kind, das pfeifend einen dunklen, bedrohlichen Wald durchquert. Man nennt das umgangssprachlich Pfeifen im dunklen Walde. Dabei dient das Pfeifen, und das ist interessant, so wird es psychologisch gedeutet, als Geräuschmarkierung, wie es bei Revierabgrenzungen üblich ist und soll Raubtiere, die dem Menschen gefährlich werden könnten, auf Distanz halten. Durch das Signalisieren des Revieranspruchs wird von eigener Unterlegenheitsangst abgelenkt. Boah, das fand ich eine krasse Aussage. Also von der eigenen Unterlegenheitsangst ablenken, ein Revier abgrenzen als Schutzbereich. Ich meine, trifft das nicht genau den Punkt in unserem Leben, wenn wir versuchen, die Angst in unserem Herzen zu verdrängen und wir stellen irgendetwas an, um die Angst loszuwerden oder das Dunkel der Hoffnungslosigkeit zu vertreiben und wir versuchen uns irgendwie das Leben zu verschönern, damit wir besser durchkommen? Darf ich dich fragen,
Wie klingt dein Pfeifen im Walde? Nach welcher Melodie pfeifst du? Es ist ja nicht nur ein kleiner Virus, der bei uns große Ängste auslösen kann. Die Reihe der möglichen Angstauslöser ist doch recht lang, wenn sie auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Wer sehnt sich denn nicht nach einem hellen Licht, wenn dunkle Wolken uns den Blick versperren? Hier hinein spricht Gott die Weihnachtsbotschaft, und zwar von dem Propheten Jesaja, der übrigens noch eher gelebt hat als der Prophet Jeremia. Und da können wir aber bei Jesaja ein ganz interessantes Wort finden. Jesaja Kapitel 9, Vers 1. Da heißt es, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Das ist fast so, als würde Jesaja Wikipedia kennen, könnte man meinen. Den Hirten ging solch ein Licht Gottes damals auf, als sie mit den Schafen auf dem Feld waren. Nichts ahnend stand auf einmal der Bote Gottes vor ihnen und verkündete ihnen die Geburt des Heilands. Wisst ihr, Gott überrascht. Gott überrascht immer wieder. Und ich denke, das ist bis heute so. Wenn Jesus zu uns kommt, hinein in unser Leben, dann wird es hell. Die Dunkelheit der Angst muss weichen vor dem Licht Gottes. Die Hoffnung kehrt ein, wenn Jesus in unser Haus kommt. Und es erfüllt sich das, was Jesaja an anderer Stelle gesagt hat, dass der Messias, der Heiland, der Menschen, der da kommen soll, der Friedefürst ist, der Frieden schenkt in unseren Lebenssituationen, wo wir Unfrieden haben, der Gott hält, dem nichts unmöglich ist, der alle Kraft und alle Macht hat, der Wunderrat, der Dinge tun kann, die wir nicht erklären können, nicht verstehen und noch nicht machen können, der Ewigvater, der den Himmel uns aufschließt, die Tür aufschließt für alle Zukunft. Wer ist dieser Jesus, haben wir vorhin gehört. Das ist Jesus, Gott unter uns Menschen, ganz nah, ganz dicht dabei. Ich möchte dir noch einen Gedanken mitgeben. Oft begegnet uns dieser Gott in ganz ungeahnter Weise. Ich glaube, es sind auch heute an diesem heiligen Abend und in diesen Weihnachtstagen manche Corona-Engel unterwegs. Ich meine solche, die Gutes tun und Gutes sagen, die eine gute, frohe Botschaft den Menschen weitergeben, die gerade zu Weihnachten nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern für andere etwas überhaben. Ja, es gibt sie, diese Engel, wie bei den Hirten damals. Und weißt du was? Manchmal sehen sie aus wie ganz normale Menschen. Alles, was es braucht, um das Wunder von Weihnachten zu erfahren, ist ein offenes Herz. Ein offenes Herz, vor dem Jesus steht, der Heiland dieser Welt, so als würde er vor dieser Tür stehen und anklopfen und sagen, mach die Tür auf, lass mich rein. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. An unserer Haustür haben wir so einen Türklopfer, wie er genannt wird. Ein Löwenkopf mit so einem Metallring, der gegen die Tür geschlagen werden kann, und dann weiß man, da möchte jemand Einlass haben. Und es ist so toll, wenn unsere großen Enkelsöhne kommen, das Erste, was sie tun, wenn sie an der Tür stehen, ist nicht den Klingelknopf zu drücken, sondern natürlich diesen Löwenkopf zu betätigen, diesen Türklopfer, und wir wissen, aha, sie sind da, denn das hört man im ganzen Haus. Es ist ein Bild für das, was Jesus sagt im Buch der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, da heißt es, merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor der Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und die Gemeinschaft mit ihm haben. Ein starkes Wort. Das ist ein Türklopferwort. Willst du ihm deine Tür auftun? Willst du ihn reinlassen in dein Leben? Darf er Gottes Licht in deinem Leben sein? Gegen alle Dunkelheit, die dich umtreibt? Darf er die Melodie in deinem Herzen sein, die die Angst in dem Dunkel deines Lebens überwindet?
Weißt du, wir dürfen ihn hereinlassen in unser Leben. Wir brauchen auch nichts verbergen vor ihm. Keine Angst, keine Fragen, keine Sorgen, keine Nöte. Alles dürfen wir ihm bringen. Und es müssen nicht so Geschenke sein, wie es die drei Weisen dann gemacht haben, als sie ein paar Tage später Jesus besuchten in Bethlehem, dieses neugeborene Kind. Und sie brachten Weihrauch, Gold und Myrrhe mit, alles wertvolle Geschenke. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Mit dem, was wir sind. Mit dem Schönen und mit dem weniger Schönen in unserem Leben. Denn dieser Jesus, um den sich alles zu Weihnachten dreht, er ist ja nicht winzig geblieben. Er ist nicht klein geblieben. Er wurde groß. Er offenbarte den Menschen den Willen Gottes und das Wesen Gottes. Jesus machte den Weg zu Gott frei, als er am Kreuz von Golgatha zur Vergebung unserer Schuld starb und am dritten Tag von den Toten wieder auferstand. Und so erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Jeremia verheißen hat, was wir in dem leitenden Wort heute gehört haben aus Jeremia 31. Das soll der Bund sein. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünden nimmermehr gedenken. Ich wünsche dir solch ein Weihnachtsfest. Ein Weihnachtsfest, wo dir Jesus begegnet. Ein Weihnachtsfest, was dich überrascht, weil Jesus in dein Leben tritt. Gottes Antwort auf deine Fragen. Mit ihm, davon bin ich überzeugt, wird eine neue Melodie in dein Herz kommen. Mit ihm wird etwas hell werden in deinem Herzen, was jetzt vielleicht noch dunkel ist. Öffne ihm deine Tür, wenn du sein Klopfen hörst. Und wenn du keinen Türklopfer hast, aber es wird dir deutlich werden, du wirst es hören, wenn er vor deiner Tür steht. Weihnachten, Gott ist gekommen, klein in Jesus, um etwas ganz Großes in unserem Leben zu tun. Es lohnt sich, ihn reinzulassen. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist als der Retter, als der Heiland, als der, der unserem Leben eine neue Melodie gibt, der Gottes Licht in unser Herz hineinbringt. Und so braucht nicht Angst, Sorge und Hoffnungslosigkeit das letzte Wort in unserem Leben haben, sondern die Weihnachtsbotschaft darf eine Hoffnungsbotschaft für uns sein, die uns in Bewegung setzt, die uns nach vorne bringt mit dir. Die Zukunft steht uns offen, wenn wir mit dir unterwegs sind. Ja, mehr noch, der Himmel steht uns offen, wenn wir dich in unser Herz lassen. Danke für diese Botschaft, die du uns heute gesagt hast. Danke für Weihnachten, trotz allem und mit allem. Herr, wir wollen nicht auf diesen winzigen Virus schauen, sondern wir schauen auf dich, der du Gottes großes Rettungsangebot für uns bist. Segne du das, was wir gehört haben an uns und gib, dass es aufgeht, Frucht bringt und uns verändert, dass es uns zu Menschen macht, die dir vertrauen, an dich glauben und mit dir unterwegs sind. Danke für dieses Weihnachtsfest. Amen. Yeah.
Und in dieser stillen Nacht, da möchten wir dich einladen. Einladen, vielleicht zum allerersten Mal zu diesem Gott zu kommen, der zu uns gekommen ist in Jesus, und zu beten. Vielleicht hast du noch nie zu Gott gebetet. Vielleicht hast du noch nie zu ihm gesprochen, weil du dachtest, er ist fern, er ist weit weg von dir. Aber vielleicht nutzt du diese Stille, wo es auf der Straße in unseren Häusern so viel stiller ist, als es die letzten Jahre gewesen ist, und betest zum allerersten Mal zu ihm. Ich lade dich dazu ein. Und ich möchte jetzt beten, bevor wir das Vaterunser auch gleich beten und den Segen sprechen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du zu uns gekommen bist. Gott, dass du Mensch geworden bist in Jesus. Und wir danken dir dafür, dass du nicht gekommen bist, um zu richten, sondern um deine Verheißungen zu erfüllen, das Gesetz zu erfüllen, das, was wir nicht selbst vollbringen können, aus unserer eigenen Kraft heraus. Du hast es erfüllt, Jesus. Und du klopfst an, so wie wir das eben gehört haben, und wir möchten dich einladen in unser Leben hinein. Und heute zu Weihnachten denken wir an die Menschen, die einsam sind. An alle die, die dich noch nicht kennen. Klopfe du an. Komme du herein in unsere Dunkelheit, in die Dunkelheit der Menschheit, und lass dort Licht werden. Und wir beten vor allem auch für die, die jetzt krank sind. Die jetzt vielleicht auch um Sorge sind, um einen Angehörigen, um einen guten Freund. Die sich sorgen um Corona und wie das weitergehen soll. Vielleicht auch diejenigen, die erschöpft sind von diesem Jahr, die von diesen fortlaufenden Veränderungen so durchgeschüttelt worden sind, deren Alltag irgendwie abhanden gekommen ist. Du siehst jeden Einzelnen von uns. Und du siehst auch die, die jetzt Gottesdienst feiern. Auf verschiedenste Arten und Weisen. Ob jetzt hier am Bildschirm, so wie wir das tun, oder in den Kirchen mit Abstand, aber auch in Ländern, wo das gar nicht gestattet ist, wo Christen verfolgt werden. Wir befehlen dir sie alle an. Du bist der Herr deiner Gemeinde, und wir beten, dass Weihnachten ist, dass Weihnachten wird, egal in welchen Umständen wir uns befinden. Und all das, wo wir vielleicht gar nicht die richtigen Worte finden manchmal, all das, was ich auch nicht vielleicht erwähnt habe, das möchten wir hineinlegen in das Gebet, was du uns gelehrt hast. Und so beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Ja, auch wenn diese Weihnachten anders gewesen ist, anders ist als die vergangenen Jahre, auch wenn du dich vielleicht auch anders fühlst, diese Weihnachten vielleicht sogar schwer sind für dich, so sind wir doch, wenn wir mal ehrlich sind, auch Beschenkte. Hier in Bremen, hier in Deutschland, in diesem Land, geht es uns doch verhältnismäßig gut. Wir sind aber auch beschenkt, und das haben wir gerade von Andrea Schröder gehört, weil Gott uns beschenkt mit seinem Sohn Jesus. Und als Beschenkte möchten wir dich einladen zu geben. Wir hier als Matthäus-Gemeinde, wir finanzieren uns größtenteils durch Spenden. Und wir haben ein Kinder- und Jugendzentrum, das nennt sich ein Zuhause für Kinder. Eine offene Arbeit, wo wir Kindern und Jugendlichen hier im Stadtteil Huchting Hoffnung geben wollen. Wo wir ihnen sagen möchten, ganz praktisch auch zeigen möchten, ob im Spiel oder wenn sie hierher kommen in den Stunden, wo wir miteinander basteln, du bist wertvoll. Du bist gewollt. Gott hat dich geschaffen und er liebt dich. Und normalerweise ist das Zentrum hier voll und es kommen viele Kinder her. Aktuell gehen wir raus zu den Familien und besuchen sie, überreichen ihnen Bastelsachen und haben ein gutes Wort für sie dabei. Und ich lade dich ein, für diese Arbeit zu geben. Und um dir einen besseren Eindruck zu verschaffen, wie es um diese Arbeit eigentlich aussieht, wie dieses Zentrum auch aussieht, haben wir ein Video für euch. Wenn du ein Unterstützer sein möchtest, wenn du ein Ermöglicher dieser Arbeit sein möchtest, dann kannst du spenden und du kannst das tun über unser Bankkonto. Da kannst du eine Überweisung tätigen. Die Informationen dazu findest du in der Videobeschreibung. Du kannst aber auch ganz einfach per PayPal überweisen. Auch das geht. Auch diese Informationen findest du sowohl in der Videobeschreibung als auch auf unserer Website www.matthäus.net. Und jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als dir frohe Weihnachten zu wünschen. Ich habe mich gefreut, wir haben uns gefreut, dass du dabei gewesen bist und wir hoffen, dass Weihnachten zu dir gekommen ist. Wir laden dich herzlich ein, wenn dir der Gottesdienst gefallen hat und du sagst, Mensch, ich so einen Gottesdienst, den möchte ich wieder erleben, dann besuch uns gerne online. Du siehst auf unserem YouTube-Kanal, dass wir unsere Gottesdienste live übertragen und wir laden dich ein, dem zu folgen.
Du wirst auch gleich nochmal in dem Informationsloop einige Informationen sehen zu unseren Gottesdiensten an den Feiertagen, am 25., am 31., am 27. Wir haben ein vielfältiges Angebot an Gottesdiensten und wir laden dich ein, dabei zu bleiben. Und wir wünschen dir jetzt gesegnete Weihnachten, ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Simon, Natascha, Jakob, Max wünschen frohe Weihnachten! Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest für uns alle. Und ich freue mich, euch nächstes Jahr wiederzusehen. Euer Klaus aus Stur. Tschüss. Erwin, Monika wünschen gesegnete Weihnachten. Hallo ihr Lieben. Bernd und Thomas Thalang grüßen euch ganz herzlich. Wir wünschen euch allen ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest und freuen uns, wenn wir uns bald wieder ungezwungen treffen können. Bis bald. Tschüss. Hallo ihr lieben Matthäus-Geschwister. Familie Schulz, erste und zweite Generation, grüßen euch ganz herzlich und wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten von Andrea. Hallo von der Müller-Family. Wir wünschen euch eine fröhliche Weihnachtszeit und ein gesegnetes, gesundes neues Jahr. Tschüss. Tschüss. Frohe Weihnachten von Familie Behrens. Ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten, gesunden Start in das neue Jahr wünscht euch euer Jürgen. Hallo, wir sind die Friedrichs und wir wünschen euch allen frohe Weihnachten. Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Alles Liebe, eure Lilli und Hermann. Ganz herzliche Weihnachtsgrüße, ihr Lieben, senden wir euch gerne mit diesem kleinen Video. Gott segne euch und begleite euch auch im neuen Jahr und stärke euch jeden Tag neu. Ganz liebe Grüße, eure Müllers. Tschüss. Merry Christmas. Fröhliche Weihnachten wünschen die Landwehrs. Frohe Weihnachten wünscht Familie Görler. Hallo, wir sind Familie Wiltermann und wir wünschen euch gesegnete Weihnachtstage. Fröhliche Weihnachten von Familie Kurt. Frohe Weihnachten der ganzen Gemeinde. Jesus Christus lebt. Hier sind Gudrun und Helmut Piater. Frohe Weihnachten. Und hoffentlich bis bald, liebe Matthäus-Family. Wir vermissen euch. Jo. Tschüss. Happy Christmas from the Nimmers. Frohe Weihnachten von den Göttchers. Christel aus Koblenz wünscht der Matthäus-Gemeinde ein frohes, gesegnetes Weihnachten. Frohe Weihnachten, Pauline! Oh, ich muss gerade echt. Hör mal auf, ich hab gar nichts. Fröhliche Weihnachten wünschen euch Sandra, Nina und Chris. Wir wünschen euch frohe Weihnachten von den Winkelmännern. Von den Heinzis. Gudrun und Andreas Schröder wünschen euch ein besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest. Tschüss. Tschüss. Fröhliche Weihnachten von den Königs. Frohe Weihnachten, Familien Schabani.